Schriften. Ganz Neues. Wieso? Genau. Wieso, Niklas? Wieso nicht? Was abgeht? So, sonst nichts zu tun? Nee. Okay. Was abgeht? Wir warten und gucken mal, ob es vielleicht ein bisschen weniger regnet gleich, damit wir den Loadout machen können, ohne dass, dass uns alles vollläuft. Aber ja. Wir sind jetzt in Trier aufgewacht heute Morgen. Schon ein bisschen die Stadt erkundet, gefrühstückt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen die Zeit totschlagen, bis wir endlich in den Club rein können. Und ja, heute Abend geht's dann in den Werkener Hof. Und ich muss jetzt mal meine Stimme schonen, weil die ist ganz bisschen weg. Aber das wird heute Abend trotzdem geil. Wir beziehen jetzt mal hier auf Backstage, gucken uns mal die Location an. Und dann packen wir aus und dann gurgeln wir Retter Spice. Bühne ist, glaube ich, circa 5x5 Meter. Wir werden heute wahrscheinlich ein Schlagzeug und dann Trump-Sharing machen und gucken jetzt, wie wir das Licht halt noch stellen. Oh yeah. Kaum 20 Minuten hier in der Location und schon habe ich wieder die Kamera im Gesicht. Wie findest du hier die Location? Cool. Ich bin mal gespannt, wie es platzmäßig hinhaut. Aber das kommt man schon hin. Und wird ein geiler Abend heute. Also das bin ich mir auf jeden Fall sicher. Meine Nacht, die war sehr entspannt. Also dieses Schaukeln im Bus, das finde ich sehr beruhigend. Also ich weiß, viele sagen, das ist irgendwie ungechillt oder sieht ihnen schlecht. Aber ich muss sagen, ich wurde schön in den Schlaf geschaukelt, wie so ein Baby. Und ich habe wirklich gut geschlafen. Ich bin richtig erholt. Ich glaube, wir kommen ganz gut voran. Wir haben so eine kleine Menschenkette gebildet, weil es wäre jetzt umständlicher, dieses Ding da abzuladen, dann da vorne hinzurollen. Das ist nämlich bockschwer. Und deswegen machen wir eine kleine Menschenkette. Jeder nimmt was in die Hand. Also ich geht's gerade. Und dann heben wir das einmal runter. Es gibt zum Glück einen Aufzug, das heißt, man muss keine Treppen laufen. Und ja, dann denke ich, sind wir in einer halben Stunde ungefähr durch und können anfangen mit dem eigentlichen Aufbau. Ich ziehe hier ein, Merkener Hof ist mein neues Zuhause. Trier hat mir schon immer gut gefallen als Kind, wegen der ganzen römischen Bauten. Und jetzt habe ich mich wirklich entschlossen, ich bleibe hier. Home sweet home. Ah, du auch? Ja. Ja. Natürlich. Ausladen ist angesagt. Wo geht's denn lang? Hier, Stage. Ja, jetzt fährt er das wieder hoch. Ich stehe auf zur Kasse. Meine erste Nacht war gut im Nightliner. Gerade ein bisschen Loadout-Stress, weil es pisst wie ein Sau. Aber das bekommen wir hin. Bleib doch gerade mit dem Gang. Es regnet etwas, ja, aber zum Glück ist ja unser Equipment gut gecased. In this case sind wir da safe. Schon mal eine ordentliche Gasse, dass wir hier gut ausladen können und aufbauen. Immer gut, wenn man den Platz halt gut nutzt. Wo ist denn eigentlich? Ist schon Tea Time. 14:40, klassische Tea Time für einen vom Forder Spring Aufbautag, heute in Trier. Ganzes Equipment ist im Laden. Es ist relativ trocken nochmal, also jetzt kann es losgehen. Ich bin fleißig am Aufbauen. Wenn keiner was macht, muss ich was machen. Hey. Das ist deine Liebe und deine Schatz. Große Liebe. Ja. Hey, meine große Liebe ist leider zu Hause, aber das ist die das hier, meine zweite große Liebe. Aber die zu Hause liebe ich mehr. Cool. Was ist denn dein Job hier eigentlich? Ich beaufsichtige hier alles, ne, dass hier alles ordentlich läuft, damit hier neu eine gute Show stattfinden kann. Ach, du bist hier fürs Portfolio-Management zuständig? Genau, das Portfolio-Management von FFTS. Und ich gucke, dass die armen, kranken Kuchen ihren Tee kriegen und dann haben wir neu eine geile Show. Yes. Wenn du das Management hier übernehmen würdest, meinst du, dann geht die Band unter? Die Welt geht nicht unter, aber die Band geht vielleicht unter. Ja, dann müssen wir noch mikrofonieren. Gleich. Aber wir sind gut im Zeitplan, glaube ich. Hat die Fotowand missbraucht? Ja, heute wird sie hart missbraucht. Leute, wenn ihr sehen könntet, was der Niklas in der Kamera abzieht, ey. Das ist furchtbar. Nee, heute müssen wir das Fotowandbanner einfach mal missbrauchen, weil. Mit einem 6x4 Banner, das wird nichts werden hier, deswegen machen wir es halt so. Ah, Hilfe! Wir sind hier gerade beim Soundcheck.
Und wir checken jetzt die Gitarre! Ich habe hier quasi eine Fernbedienung für mein Mischpult, das da hinten steht. Das heißt, ich kann im Raum rumlaufen und kann mir alles anhören und von hier aus dann alles fernsteuern. Und ja, das mache ich hier. Kannst du jemand mal anmachen kurz? Ja. Was ist das, ja? Mach mal auf. Dann fangen wir die Haare an zu brennen. Ey, geht dein Licht auf? Ah. Hast du eine Idee, Simon? Ich hab eine Idee, ja. Geistesblitz. So, ready? Simon wird saufen und dann wird er kotzen. Hoffentlich nicht in den Nightliner. Hoffentlich nicht ins Klo vom Nightliner. Ich kotze nicht. Ich kotze auch nicht. Ja, aber wenn es flüssig ist, ist es okay. Also dann mit der wenn gekotzt wird, dann nur richtig flüssig. Ja. Dann schaut der Busfahrer uns auf die Fresse. So. Wie war der Soundcheck? War gut. War cool. Bin mal gespannt, wie es nachher so klingt, wenn da mal Leute drin sind. Momentan klingt es noch ein bisschen, ja. Weiß nicht. Aber das wird schon. Und auf dem da drunter noch. Ich weiß nicht, was der Plan ist mit den Plakaten. Verkaufen teuer. Das eine ist für die Halle und das andere ist für meine Sammlung. Perfekt. Dankeschön. Jetzt fehlt mir nur noch der Philipp. Was geht hier so ab? Hier ist absolute Rave-Party. Okay. Was ist wichtig? Alkohol mit noch mehr Alkohol. Sekt. Sind wir Sekt mit Schuss? Und dieses wunderbare Getränk. Und das wird dann unsere Zaubermischung. Hat's geschmeckt. War geil. Was gab's? Gulasch, Nudeln, Tofu, alles gemixt. Gute deutsche Küche. Und was wird jetzt noch gemacht? Jetzt gehen wir gleich in den Backstage runter und bereiten uns langsam auf die Show vor. Schicken wir alle aus dem Backstage, so wie der Jens uns das beigebracht hat. Ich denke, wir trinken noch einen, chillen und warten, bis die Shows losgehen. Dann gucken wir uns noch die anderen an. Genau, vorletzte Show. Fast schon traurig, oder? Ja. So schnell ging's. Aber natürlich auch gut, dass alles geklappt hat bis jetzt. Bitte? Was geht ab? Warten auf die Show. Du auch hier? Ja, ich auch hier, ja. Was machst du hier? Sitzen. Warum? Weil ich gerade Bock habe, nicht zu stehen. Das ergibt Sinn. Wusste ich. Hab schon gesehen, wie voll das ist. Vielleicht sogar noch voller wird, weiß ja nicht, aber ich freue mich. Ich glaube, es waren jetzt ein paar 300, maximal, wo auch immer der die stapeln will, aber könnten wohl 400 da rein, ich weiß nicht wo, aber ich lasse mich gerne davon überzeugen. Aber mit den 300, die drin sind, sieht es schon mega geil aus. Niklas, was ich dir die ganze Zeit schon sagen wollte. Ich hätte gern Medium. Medium? Ja. Hey dann, warte kurz. Das ist mein Red Spritz. Leute, wenn ihr mal nicht singen könnt, eine Flasche davon, stündlich einen großen Schluck vor der Show. Lebensretter Spitz.
von diesem Lebensretter wird er wirklich spitz. Bei mir sitzt es. Sicher! Kann man sich da noch hin? Hallo, ich bin Lukas. Ach, bist du, singst du heute? I've come too far, I can go back. With the devil at the place. With the devil at the place. Okay. I am so weak. Singst du heute? Nee. Auf keinen Fall. Ja! Wie viel Zeit haben wir noch? 10 Minuten. 9 Minuten. 9 Minuten. 9 Minuten. Hey, hey! Hey! Warum ist hier so ein Stress? Ich hab keinen Stress. Nee, die Leute sind ja so stressig. Die vorletzte Show, Niklas. Wir sind traurig, das macht uns gestresst. Aber es geht gleich los. Ja, nix. Hä? Wir haben immer so Dinger drin und jetzt höre ich nix. Hä? Was? 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 Hä? Was? Sag! Hä? Was? Was? Wurscht. Wurscht. Guten. Jetzt kann ich euch ja sagen, ich habe ein Herpes. Jetzt euch ja sagen, ich hab alles. Ist der Pasch schon dabei? Machst du das nicht? Wir haben niemanden vorbei. Sorry, Niklas. Hey. Wenn ich schaffe, zwischen allen Gitarren wechseln. Metal, Leute. Aber du musst erst. Ich gehe mal da zu Niklas rein, weil ich bin nämlich als letztes dran mit auflaufen. Metal, Leute. Niklas. Hey. Hi. Wie war's? Es war sehr geil, aber ich musste brutal aufs Klo. Deswegen bin ich einmal während des Sets auf die Bühne auf das Klo gesprintet, hab einmal mein Geschäft erledigt und dann bin ich schon mal zurück auf die Bühne. Ganz der Zugabe. Was hast du gemacht? Ich hab's geschafft. Happy Band. So, bitte machen während des Sets. War mega unglaublich. Wir sind vollkommen eskaliert. Eine richtig geile Show. Geil. Ich bin begeistert. Also dir hat's sehr gefallen? Ja. Also sowohl Vorbands als auch von Cold Springs. Richtig gut. Mega. Nee, der Wahnsinn, ja. Du bist fleißig? Ich bin fleißig, ja. Du kannst ja jetzt nicht hier... Lauralarm. Kannst du jetzt nicht hier filmen, ey. Die Show, die war echt klasse. Das war Wahnsinn. Also Trier hat den Laden so krass gerockt. Wahnsinn. Ich komm nicht drauf klar, mir fehlen die Worte. Einfach der Hammer. Hat noch der Lady geantwortet. Die Show, Alter. Wie krass war das denn bitte? Ich will jetzt nicht irgendwie irgendwas schlecht reden oder sowas, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht erwartet, dass Trier in einem vergleichsweise kleinen Club Köln und Oberhausen in den Riesendingern einfach Konkurrenz macht. Die Energie war, also die waren verrückt heute. Wir hatten ja, Crowdsurfer, Moshpits beim scheiß Akustikversion von Supernova. Die Leute sind einfach abgegangen, die waren crazy. Es war geil. Alter, Leute, wenn ihr das seht, alle, die heute da waren, ich liebe euch. Trier war überraschenderweise insane. Also, was ging hier heute bitte ab? Wir dachten, boah, das wird eine kleine gemütliche Party, waren dann aber zum Schluss quasi sold out und ey, von Sekunde 1 an war da Party pur. Also, Trier, ihr seid mega geil. Trier war sehr gut. Nee, hat richtig Spaß gemacht. Also die Menge, es war, ich würde mal sagen, es war sold out, oder? Oder annähernd sold out. Also es ging richtig ab, richtig gut. Alter, in Trier
Wir haben es uns nicht so krass vorgestellt, wie das am Ende war. Es war eng, es war heiß, es war einfach voll. Wir hatten richtig Bock und ich glaube, heute Abend hat alles gepasst. Es war richtig geil. War die beste Show in Trier, die wir jemals gespielt haben. Und die erste Clubshow, die wir jemals hier gespielt haben. Aber die Trierer, die wissen, was gut ist. Wir kommen wieder. Der koordiniert gerade das Loading und den Trailer. Das ist gar nicht so einfach, weil da muss man ein bisschen gucken, was irgendwie schwer und was nicht so schwer ist. Du musst halt ein bisschen koordinieren, aber das macht halt Jakob sehr gut. Also Jakob hier. Ja, ich bin Lademeister oder Bademeister. Was ist das für ein Moduskraft? Wir retten den Merch aus dem Regen. Und mir fällt kein Reim darauf ein. Es ist ein Segen, Niklas. Ich bin voll ins Licht gerannt gerade, Alter. Warte, Alter, das sieht aus als so. Voll auf Licht. Pelicase ist drin. Geiler Tipp, geiler Tipp. Tipp zart, ne? Gar nicht. Ich glaub, ja, du hättest müssen die Hand da dran halten und dann auch noch drücken. Du musst halt gerade was noch machen. Ja, nee. Die haut dir sonst auf die Fresse. Den Abstand du brauchst? Nee. Jetzt geht's gleich nach Leipzig. Es ist ungefähr. Ich hab keine Uhr an. Simon, liegt da noch irgendwas im Eingang? Gut. Wir haben zugemacht. Alles ist im Bus. Alles ist da. Leon ist geduscht. Ich bin geduscht. Yes. Jetzt geht's ab. Noch ein Match.